Guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last Epoch, meinem Let's Play über ja, eines der besten Action-Rollenspielen, Hack and Slays. Und heute werde ich ein bisschen von den Schwächen und auch von den, was es besser macht als andere Games erzählen. Und wir besiegen eventuell den Boss. Ich denke schon, also es geht noch einige Zeit, aber es wird schon in diesem Part wahrscheinlich gehen. Weil wir auch schnell durchrasen können. Der Bild ist recht OP. Und eben diese Individualisierung, also einfach Anpassung an dem, ja, was wir skillen, es ist alles ziemlich cool und stark. Ist das natürlich schon ziemlich toll, das Spiel. Also, jetzt mal kurz zuerst mal die Vorteile. Den Chat wieder aus, dann nervt mir ein bisschen. Das Spiel liebe ich einfach, weil es so richtig, es ist nicht so anstrengend. So viele Spiele wie Path of Exile oder Grimdawn oder so sind mir ein bisschen anstrengend, weil ja, man muss immer das schauen, oh, dass mir das nicht geht oder sonst irgendwas. Es ist, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nicht so gerne so Games, wo man jetzt eher auch wirklich das schaut, was eigentlich ja, die meisten Entwickler auch wollen, dass das Spiel irgendwelche Probleme hat in bestimmten Gebieten und so, sondern eher, dass es einfach ein klassisches Action-Rollenspiel noch ist. Eher langsam, nicht zu hastig, wie Papa Bexa ist mir ein bisschen zu hastig manchmal, Diablo 3 natürlich auch. Und dann auch nicht gerade so Trial and Error, dass man jetzt Probleme hat in einem Gebiet und in anderen Gebiet hat man weniger Probleme oder so. Es muss ja nicht so taktisch sein. Action-Rollenspiele sollten gar nicht ganz so taktisch sein, aber die Entwickler wollen das immer wieder. Das macht mich so ein bisschen demotiviert, dass ich einfach, ja, zum Beispiel Path of Exile oder Grimdawn das nicht so gerne habe. Und dann soll ich alleine noch killen. Auch. Sehr schön. So, der Sprung. Der braucht hier noch einen, gell? Hm. Das bringt ja nichts. Jetzt, was kennen wir hier noch? Stunt scheint es ja nicht. Kill eventuell. Pulse Enemies haben wir jetzt fertig. Was wollten wir hier denn skillen? Liebe nochmals ein bisschen. Ja, ah ja, genau, der Buff fertig sind dann hier, okay. Jetzt nochmal ein Punkt. Ah, nein, nein. Das ist das Bing. Swipe, oder? Ja, Swipe. Da wollten wir ja. Was wollten wir eigentlich hier machen? Wir sind überall fertig. Was wollten wir denn hier noch? Kriten? Nee, wir gehen nicht auf Kriten. Ja, das ist ein Problem. Wir wissen nicht, was ich sie kriegen soll. So einen Cloud Totem. Ich denke schon, oder? Einfach Cloud Totems. Oder hier? Nein, das ist ja nicht wichtig. Ah ja, genau, hier hätten wir noch Hit Damage machen können. Aber ich mach mal drei hier und. Ja, nur drei hier und dann noch den Rest dorthin. Okay, sehr gut. Dann wissen wir das auch wieder, wie wir es gehen. Also, die Unterbrechung war ein bisschen groß leider mit dem Skin. Aber eben, also das Spiel eigentlich so wie Diablo 1 oder Diablo 2 sein sollte, bleiben sollte, je nachdem. Und das ist eigentlich Last Epoch am besten auf dem Weg. Das erinnert mich am meisten an Diablo 1.
Das finde ich ja super. Mit Diablo 1 konntest du wirklich dich auf jedes Item freuen. Und das hat jetzt einfach Last Epoch auch noch ein bisschen Probleme, dass sie wenig Unix haben und Sets. Also vor allem Sets. Es gibt eigentlich nicht nur drei Sets. Und deshalb, ja, wir haben ja eine Nummer gemacht, das ist so kompliziert. Dass wir da einfach hoffentlich dran bleiben können, also wir Gamer, oder? Sicher sein können, dass die Entwickler da nicht irgendwas anderes wollen. Auch so Richtung Path of Exile gehen wollen. Weil Path of Exile wird sowas von überladen. Ich mag es einfach gar nicht mehr. Ständig muss man irgendwelche Maps machen, irgendwas farmen, irgendwas anderes machen. Es ist einfach sehr anstrengend für mich. Also ich werde sicher die nächste Season auch noch ein bisschen mitmachen. Und vor allem Path of Exile 2 mit anzocken, aber jetzt allzu viel möchte ich eigentlich in Path of Exile nicht mehr machen. Es ist leider langsam echt. Nimmt so ein bisschen, ja, der Dampf raus, oder? Ja, wir machen noch einen Punkt E zuerst hier rein. Hast es ja schon gut, aber ich will ja jetzt eher defensiv. Hast wird hier nicht angezeigt, man kann nicht Umschalt drücken, damit es mehr angezeigt wird. Aber es erhöht, glaube ich, auch ein bisschen die Bewegungsgeschwindigkeit, nicht nur die Angriffs- und Castgeschwindigkeit. Ja, und das rechte werde ich auch noch anscreen. Das mit dem Shark. So, wir gehen eigentlich direkt immer runter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es überhaupt durchgeht, aber. Ja, man muss auch taktisch kämpfen in diesem Spiel, also im Path of Exile. Im Path of Exile haben wir meistens auch so einen richtig overpowered Charakter relativ schnell. Vor allem bei den Necromancers. Und deshalb, ja, ich lasse den Path 1000-mal lieber, es macht 1000-mal mehr Spaß. Und das ist das, was mich so freut, dass es momentan echt einfach auch gut spielt. Weil ich hatte ja lange Zeit Probleme mit Lecks und so Sachen. Also, das war bei mir besonders schlimm. Das haben sie alles gefixt. Also, sie haben ziemlich schon alles gefixt, was mich störte. Ah, dann müssen wir nochmal sein, so runter. Ich kenne diese Gegend nicht mehr so gut. Hallo? Was ist denn dein Problem? Durchgang. Aha, doch, noch nichts. Noch nichts. Ja, wir sollten uns auch ein bisschen mehr. Sprung beschäftigen. Ja, heute ist halt wieder ein Zockertag. Ich merke, meine Konzentration ist wirklich am Ende. Ich bin schon gezockt und oh. Ja, was gibt's noch Negatives? Da sehen wir einfach diese Probleme mit den Türen. Also zum Beispiel, jetzt habe ich ein Beet, der keinen Angriff hat, nur Minions und Stunts. Debuffs. Und dadurch kann ich die Tür nie öffnen. Und Kisten genau nur schlecht kaputt. Zumindest recht langsam sind, um Türen so kaputt zu machen. Und ja, ich kann ja ein bisschen weiter erzählen. Der ist nämlich jetzt schon weiter als diese Charakter. Also noch nicht ganz so weit. Also von der Story her ist er noch nicht so weit. Aber ich habe ja Maps gemacht mit dem. Es ist eine Necromancerin, die auf Dings Damage geht, auf Necromantic Damage geht. Also vor allem die Hungrig Sau, nein, nicht Hungrig Sau, als die anderen benutzt, also die Geister, die herumschwirren überall. Und auch auf Magier, auf Dings jetzt, die Nahkampfmagier, die ganz unten rechts. Und das macht so heftig Damage, dass jede Boss in Millisekunden down sind. Und ich kann relativ schnell dann wieder diese Seelen
wieder beschwören, oder? Und die Nahkämpfer, die tun auch angeln Souls beschwören. Da habe ich den Skill also auch noch mit dem zielsuchenden Schädel. Aber vor allem eben diese ganz kleinen Geister, die herumschwirren. Dieses Spell ist verdammt stark. Also so stark, dass du eigentlich nur die zum benutzen musst. Nicht mal die defensiven Skelette, Nahkampfskelette. Nicht mal die. Du hast nicht mal das Schild, das Bone-Schild von den Skelett-Tanks. Das ist schon heftig. Das ist einfach nur extremst. Aber das heißt ja auch, dass es Balancing-Probleme gibt. Also dass die Builds manchmal echt viel zu schlecht sind. Nein, zu gut sind. Ja. Und manche einfach auch zu schlecht sind. Ja. Hier wird ganz gut Damage drücken. Ein Necromancer oder ein Beastmaster. Ich bin gespannt, wie das mit dem Falken ist. Die Klasse, die noch kommt. Und dann den Falkenritter, oder wie der heißt. So, was haben wir denn hier geplant? Da runter gehen. Ja, ja. So. Also. Jetzt kommt, glaube ich, der Boss, oder? Nein, auch nicht ganz, aber. Diese Gegner haben immer recht viel Schaden gemacht. Jetzt werde ich nicht mal richtig angegriffen. Das ist schon echt ein mächtiger Bild. Ich denke, er ist wirklich auch heftiger als Poison, der in Form die ganze Zeit gepostet wird. Der Poison gibt Bild, also. Der ist schon heftig stark. Aber meine ist stärker. Und vor allem der andere Bild ist noch stärker. Den zeige ich erst, wenn ich jetzt wirklich hochlevelt bin. Es lohnt sich jetzt noch nicht, da er relativ ja, easy alles hat, oder? Ich kann gar nicht stärkere Gegner haben. Und deshalb rasche ich zuerst durch, bis ich starke Gegner habe. So, eine Kiste, die ich liebe, weil die eigentlich oft auch ein Unique droppt, aber diesmal nicht. Ja, haben wir noch Zeit. Ja. Hm. Was eigentlich dieser Dungeon soll, der ist nie fertig. Keine Ahnung. Den gibt's schon seit der Beta. Weiß ich. Damals war er sogar noch Pflicht, weil man durch musste. Da haben sie den rausgenommen, also dass man nicht mehr durch muss. Dass man außen herum muss. Und ja, seitdem ist er einfach nicht mehr so fertig gemacht worden. Der Bild ist fast noch chilliger. Beim anderen laufe ich halt einfach viel herum. Weil ja, die Gegner sowieso nicht zu mir kommen. Und deshalb ist es nicht so chillig, weil ich die ganze Zeit fluchen muss und so. Aber gut, es ist. Sind beide Builds eigentlich so richtig chillig, weil sie einfach zu overpowered sind. Nur eben der ist tausendmal chilliger. Der ist wirklich no brain. Ich laufe nur durch. Und ich setze ja auch sehr viel den Totem ein. Also muss ich trotzdem noch etwas machen. Auch selber angreifen muss ich noch. Ich finde das so cool, wenn die Leute, die Tiere einfach mitkommen. Verzögert. Ah, einfach genial. Ah, jetzt kommt die Made, stimmt. Hallo, wo bist du? Kommst du nicht? Da ist die Made. Spymaster Zarek. Meh.
ich habe eine Lady. Heftig. Also direkt ins nächste Gebiet. Ja. Keine Map machen noch. Wir brauchen noch ein paar Skillpunkte. Wir müssen noch OP werden. Oh, schön drüber bin ich noch. Cool. Manche Sachen gehen nicht, also über manche Objekte. So. Noch ein passiven. Und jetzt können wir direkt mal weiter. Time Rift gehen. Shining Grove können wir dann auch noch gehen. Ah ja, genau, bei denen müssen wir aufpassen. Genau auf diesen Schlag. Mit heftigem Damage. Diesen Wirbelwind. Das sieht einfach cool aus. Da haben sie wirklich Talent bewiesen. Aber er ist schon fast zu heftig, also einfach aufpassen, dass ihr da nicht reingerät und wieder ausliefen oder so. Das war. Ah, und Armbrustskelette, cool. Wow, sind die Wölfe schon schnell. Also jetzt zieht die, der Schwierigkeitsgrad relativ stark an. Im dritten Gebiet, ja. Giftteil. Ja, und eben. Es macht einfach Spaß, hier durchzulaufen. Jetzt die Kanalisation. Und dann später noch. Was kam da? In diesen Mine, glaube ich. Aber jetzt kommt zuerst das Lager. Ah ja, genau, diese Teile, die sind so schlimm. Weil sie Blut spritzen, was eigentlich so richtig fett Damage macht. Ich war ja Magier und Beastmaster damals, vor ungefähr 4 Monaten. Im Livestream und so, und hatte da Probleme. Und jetzt der Beat ist einfach 1000-mal stärker. Lieber so ein Bild, also ganz normal, physisch ist das meistens zu schwach. Es gibt auch schlechte Ding. Physische Builds, also es ist einfach zu schwach. Weil die Gegner auch zu sehr Ding haben. Physische Resistenz. Da müssen sie auch noch ein bisschen balancieren. Im nächsten Patch wird sicher auch viel Balancing kommen. Haben sie noch nicht angekündigt? Oder? Was haben sie angekündigt? Balancentechnisch haben sie nichts, nur optisch haben sie bisher jetzt im nächsten Patch 0.7.7 gemacht. Aber der kommt jetzt erst. Haben sie es nicht angekündigt, dass es jetzt Sonntag oder Montag kommt? Wahrscheinlich noch ein bisschen da. Ah ja, genau, die Gifte. Manche Baits ist Gift echt gefährlich, vor allem für Nahkampf-Baits. Aber wir haben, glaube ich, gute Defensive gegen Gift durch irgendwie ein. Ich glaube, der Gürtel ist es. Ah, wir haben gar nicht den Gürtel. Aber irgendwo haben wir ein Ding. Giftresistenz, oder? Nein, ich weiß es nicht. Also wir haben keine Giftresistenz. Aber viel, viel Leben. Ja, aber wir heilen trotzdem schneller irgendwie. Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, diese Ebene ist nicht so toll gelungen. Nervige Gegner. Trotzdem schwach. Und zum Bild natürlich. Aha. So, Raptor, komm mit. Ein paar Killen mit diesem Rampage. Ich mach's lieber selber.
am besten und flitzen und Profi schlagen, schnell schlagen. Der Bild ist so cool. Heftig, heftig stark. Also wer jetzt gerade sehr schwer einen Content sucht, ja, das dauert noch ein paar Parts wahrscheinlich, bis ich ein bisschen höherlevelig bin. Ja, der Bild ist leider jetzt schon echt mega overpowered. Können wir nichts machen. Es ist das Spiel. Ich finde irgendwie, das Spiel macht selber irgendwie entweder schwer oder leicht. Ich bin nur der, der es besonders leicht macht. Ah, der geht halt weg. Okay, wir gehen zurück zu Shining Grove. Ganz am Anfang. Okay. Wo wir wieder gelandet sind nach dem Schiff. Irgendwie mega raue. Ein Hals. Rauer Hals. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Saphirschrein. Und Time Rift, welches Time Rift? Müssen wir da nicht noch kurz reingehen? Ich glaube, da müssen wir noch kurz nach rechts ziehen. Ja. Okay. Ja, Raptor, du brauchst ein bisschen zu viel Mana. So. Okay, machen wir doch das. Ruinenkiste, okay. Mit diesem Ladebildschirm hatte ich lange Probleme, einfach zuzuschauen. Wegen der Hypersensibilität, die ich habe. Das hat mir so viele Gedanken, also Reize vom Auge gesendet, dass ich Schmerzen bekommen habe. Ah, das ist das mit dem Eis, ja. Das ist ziemlich einfach. Also, das nervt halt mit dem Eis, aber gut, kann man nichts machen. Zombies, die zufällig auftauchen. Ja. Nicht weiter schon, nur ein bisschen langsam. Ich glaube, oben links ist der Boss. Hier ähnlich. Es ist nicht der, der so ein Schiff hat, so einen Bogen macht, sondern ein Schiff. Also eher hier links halten. Ach komm. Hallo, ich drück doch drauf. Ganz knapp nicht meistens. Ja, genau. Hier unten ist eine Kiste, die hole ich mir kurz noch. Diese Nerven zu extrem. Je nachdem, wie oft wir Schaden machen, hat es mehr diese kostenlos. Hier ist die Kiste. Ja, wow. Kann man hier runter irgendwie abkürzen? Ja. Ja. Okay, wir gehen nämlich jetzt hier rechts hoch. Das letzte Mal sind wir links herumgegangen und hatten ein recht langes Gebiet. Ja, hier ist gar nichts, okay. Schade. Hier. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Ja. So, jetzt können wir den Call of the Wind nehmen. Ist noch nicht so stark. Aber hast es immer gut.
Was das jetzt für ein Effekt war auf dem Boden der Weiße, weiß ich nicht. Es ist nur weiß. Ich weiß, dass ich es weiß, nicht weiß. Ganz viel weiß, immer weiß. Das ist jetzt wieder Sprung. Können wir von Gegner zu Gegner gehen, immer wieder gehen. Also wir müssen wirklich hier unten durch. Okay. Hab ich jetzt anders gedacht. Aber cool, wie die mir auch immer folgen. Die gleiche Erinnerung haben, wo ich hin will. Sie. Ja, hier ist einfach ein bisschen buggy. Jetzt. Schade. Ausgeklügelt, liebe Tücher. Ja, sie sollen aufhören, immer so schnell rauszuwerfen und alles bugverhaftet zu haben. Sie das bugverhaftet spielen müssen, oder? Sondern lieber die Sachen auch wirklich testen, noch längere Zeit testen. Ward wenn hit, kann ich vielleicht einen anderen Weg nehmen, der eher auf Ward geht, später werden wird. Jetzt momentan ist er eher Farbe. Das ist der Beste. Schon ist er down. Ah, und jetzt haben wir hier irgendwas. Oracle Abode. Okay. Yeah. Da. Ich will nicht direkt wieder zurück. Es braucht immer länger, weil man zweimal teleportieren muss. Deshalb genau das auch auswählen, wo wir hin müssen. Und jetzt müssen wir mit dem reden. Hä? Die Meiden ist wahrscheinlich hier links. Ja. Ah, genau, wegen dem neuen Space. Machen wir das einfach mal hier rein. Anders dann im nächsten Part. Spell Damage, das ist eigentlich ziemlich wichtig für den anderen Bild. Aber ist das prima nicht. Nehmen wir nicht. Ich würde kaufen fertig. Schade. Wir haben eigentlich nur das Skorpion mit Spell Damage. Ja, nehmen wir nicht. Schade, ich muss immer schauen, welche Charakterklasse auch gemeint ist. Hm. So, Enter the Time Rift. Wo ist das? Shattered Volley. Und der Aquädukt. Shattered Volley und Aquädukt. Right. Also das ist Aquädukt. Das ist Shattered Volley. Ich weiß nicht, was Shattered Volley ist. Könnten vielleicht noch Corrupted Lake machen. Der müsste eigentlich hier sein, Ruins of Wailing. Oder was sagt nein. Der muss eigentlich hier sein. Ein bisschen zurück.
Ob Shadowledge Folly ist eigentlich nicht hier. Das ist das neuere Gebiet. Also ich weiß jetzt nicht, wo Shadowred Bali ist. Das könnte überall sein. Deshalb schauen wir mal kurz auf die Zeit. Ja, es ist 13 Uhr. Dann bis zum nächsten Part. Ich werde noch kurz schauen, wo das ist. Ja, das werden wir dann schon sehen im nächsten Part. Shaded Wood, ne. Schade. Also bis zum nächsten Part. Tschüss.